Und eben hat uns diese Einmeldung erreicht. Der Karlspreis 2023 geht an den ukrainischen Präsidenten Zelensky und das ukrainische Volk. Wir stehen an der Seite Präsident Zelenskys, bis wir gemeinsam das Unmögliche möglich gemacht haben. Slava Ukraine! Wenn wir die Möglichkeit haben, mit Zelensky zu reden als Deutsche, müssten wir ihn bitten, nicht die Fehler der großdeutschen Wehrmacht in der Ukraine wieder zu verlängern. Mit Hunderttausenden von Toten. Der Krieg selber ist ein Verbrechen, ob er von der russischen Seite geführt wird oder von der ukrainischen. Es sterben Menschen sinnlos, sie werden geopfert. Jede Seite gibt der Gegenseite das Gesetz des Handelns vor. Ein Krieg kann nur immer weiter eskalieren und das ist, was wir beobachten. Wann denn soll der Spuk enden? Seit 200.000 Toten, 500.000 Toten, 1 Million Tote, wann soll das enden? Und sie fordern Waffen, 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 Panzer, U-Boote, alles was sie wollen, Flugzeuge. Wann soll der Spuk aufhören? Wir sind entschieden dafür, dass der Krieg aufhört durch Verhandlungslösungen. Der Krieg fordert Menschenopfer. Auf russischer Seite, darauf mögen sie stolz sein, weil ihre Armee ja so stark war und die Waffenlieferungen des Westens so tödlich waren. Aber es trifft auch ihre eigenen Leute. Davon hören wir nur nichts, weil in jedem Krieg die Verluste der Gegenseite dramatisch übertrieben mitgeteilt werden. Die der eigenen Seite nie. Man hat immer offensiv Angriffe abgewehrt unter großen Verlusten des Gegners. Wie viel kostet es ihre eigenen Leute? Jeden Bürger verlangen wir ab, dass er sich einigermaßen verständigt mit seinen Nachbarn. Wir werden ihn nicht ausstatten mit Handfeuerwaffen und mit MGs, damit er seinen Nachbar besser einschüchtern kann. So schaffen wir nicht Frieden. Herzlichen Glückwunsch und Slava Ukraine!